Lass uns mal einen Blick vorauswerfen in den Januar, den 25. und den 26. Januar, freitags der Sprint hier, samstags morgens dann der Doppelsitzer. Was ist da möglich? Ja, es ist in jedem Rennen immer alles möglich. Ne? Wir haben es ja, David, schon gesagt, ne? Wir hatten auf der Heimbahn auch schon Rennen, wo wir komplett alles verfahren haben, was wir irgendwie verfahren können. Dann natürlich auch wieder Rennen, wo wir aufs Podest gefahren sind. Wir sind die Jahre über stabiler geworden, wissen, was wir können. Und ja, wir müssen erstmal dabei sein. Na, sich zu qualifizieren ist in Deutschland auch nicht so einfach. Aber wenn wir dann dabei sind, wollen wir natürlich auch zwei super Läufe haben. Und was am Ende dabei rausspringt, wird man sehen, weil alle bereiten sich auf die WM vor, alle wollen ein gutes Ergebnis erzielen. Und wir hoffen dann am Ende nochmal die zwei schöneren, schnelleren Läufe zu haben. David, kann man denn bei diesem herrlichen Wetter, bei dem sich anbahnenden Eis schon mal das Wort oder vielleicht das Wort Medaille in den Mund nehmen, WM-Medaille? Ja, da wäre ich erstmal vorsichtig. Also wie gesagt, es ist jetzt noch warm. Die Saison hat noch nicht richtig begonnen und wir sehen natürlich erst beim ersten Weltcup, wie sich die internationale Konkurrenz auch weiterentwickelt hat und wie wir uns weiterentwickelt haben und können dann vielleicht die ersten Schätzungen nehmen, wie gut wir sind oder sehen an den ersten Ergebnissen, wo es hingehen kann. Und dann sieht man im Verlauf der Saison einfach, ob es dahin geht oder ob wir zum Beispiel weit weg sind. Ja, wenn ich mal ein Fazit ziehen kann, was mögliche Platzierungen, natürlich erstmal die Nominierung betrifft, kann man denn von Robin Goelke und David Gamm sagen, beide sind vorsichtig optimistisch. Ja, das auf jeden Fall. Wir wissen ja, was wir können. Wir haben die letzten zwei Jahre wirklich konstant gute Leistung gebracht, haben schon eine WM-Medaille in Innsbruck erreichen können, Königssee vierter Platz. Und ja, wenn wir einfach das zeigen, was wir können, dann müsste es fürs Team erstmal reichen, dass wir den Weltcups fahren und dann fährt man sich halt da in Form. Ne? Dann kommen halt Rennen im Ausland, in Amerika, wo auch die anderen aber immer alle gut sind und dann versuchen wir uns natürlich auf die WM vorzubereiten, um da in unserer Topform zu sein. Würde das David Gamm auch unterstreichen? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, im Laufe der Saison kann man dann immer weiter auf die WM sich vorbereiten und lernt dazu, lernt natürlich auch aus den Fehlern von den Rennen davor und kann dann stabil die WM ins Ziel bringen. Dann bleibt nur eins, euch alles Gute zu wünschen, vor allen Dingen verletzungsfrei die Vorbereitung zu absolvieren. Und wir sind sicher, dass wir bei der Heim-WM hier wunderbare Wettkämpfe erleben mit wahrscheinlich oder hoffentlich guten Sauerländer-Ergebnissen. Dankeschön. Danke auch. Danke.